Hallo und guten Tag, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das war jetzt natürlich harter Tobak. Das, was ich Ihnen jetzt hier zugemutet habe in dem letzten kurzen Überblick über das, was in den folgenden Clips kommen wird. Das Thema selbst ist schon eine Zumutung, dass nämlich Israel auseinanderbrechen wird. Das erwartet niemand. Zumindest ist mir niemand bekannt. Ich habe das auch in der Literatur nirgendwo finden können, auch in meinem Glaubensleben bisher nirgendwo davon gelesen oder auch gehört. Und bin jetzt doch auch schon Mitte 50 und einige Zeit lang Christ und habe mich doch auch ein bisschen mit den Themen beschäftigt. Aber von einem Auseinanderbrechen Israels, einer Teilung des Staates Israel für die Endzeit, habe ich noch nirgendwo was gehört, außer in der Bibel. Und das ist eigentlich auch Ziel und auch Sinn dieser Clips, die ich hier mache, dass wir uns die Bibel einmal anschauen und ein bisschen vertieft anschauen. Also nicht nur das, was man normalerweise im Gottesdienst oder in den Bibelstunden oder Hauskreisen bewegt, sondern wirklich mal die Bibel auf die Nagelprobe zu stellen und zu gucken, was sagt die Schrift tatsächlich über die letzte Zeit. Um die Clips zu verstehen und nachvollziehen zu können, müssen Sie unbedingt die ersten Clips anschauen, die Wiedergeburt Jerusalems und auch die Clips über Daniel und über das Standbild. Weil diese Linien fließen alle jetzt zusammen hier in diese Dinge, die wir hier auseinanderdröseln wollen und die schwierig sind zu verstehen, kompliziert sind zu verstehen. Man muss sehr viele Dinge auch zusammenführen und man muss sehr genau die Bibel lesen. Wenn Gott aber Licht gibt dafür, dann merkt man an den Texten, wie hochexakt die Bibel ist. Hochkomplex, sehr, sehr genau, bis in kleinste Kleinigkeiten, sehr, sehr genau. Und die Clips, die wir hier anschauen und die Clips, die ich aufnehme, die haben eigentlich auch den Sinn, das zu zeigen, dass die Bibel nicht nur ein Trostbüchlein ist, ist sie auch. Nicht nur Bedienungsanleitung fürs Leben, wie es immer so schön heißt, ist sie auch. Sie ist auch Geschichtsbuch und sie ist sehr viel mehr als das. Sie ist ein Code. Gott gibt uns einen Code. Das ist Gottes Wort an uns. Wenn ein Politiker oder eben ein Diplomat über bestimmte Themen sich öffentlich äußert, dann wird jedes einzelne Wort ziseliert. Das können wir bei der Bibel noch sehr viel mehr erwarten, dass das, wenn Gott zu uns redet, hochexakt ist. Das ist etwas, was mich immer sehr berührt und auch sehr freut und erstaunt und eigentlich auch anbeten lässt, wenn ich dieses Wort Gottes sehe und das, was wir jetzt an Linien oder an Themen uns erarbeitet haben in den letzten Clips, führt uns jetzt Stück für Stück zu diesen Aussagen, die wir jetzt treffen können über die Endzeit. Das, was wir aber vorher gemacht haben, ist so ein bisschen Marschgepäck. Sie brauchen das, um die folgenden Clips zu verstehen. Also wenn Sie Zeit haben, Lust haben, dann schauen Sie sich die der Reihe nach an. Das, was jetzt kommt und auch wenn es geht nach den jeweiligen Nummerierungen, weil das immer aufeinander ein Stück auch aufbaut und sich auch plausibilisiert, was mir übrigens auch sehr wichtig ist, dass man nicht nur irgendwelche Endzeitannahmen trifft, sondern dass man die Aussagen, die man an der einen Stelle findet, an anderer Stelle wieder plausibilisiert. Ich glaube als Beispiel, dass man aus den Endzeitreden Jesu alleine kein endzeitliches Programm wirklich entwickeln kann. Ich glaube, dass Jesus mit diesen Worten einen diamantenen Maßstab gelegt hat, für alles, was man an anderer Stelle in der Bibel findet, ob das in Daniel oder in der Offenbarung oder in anderen Bibelstellen im Alten Testament ist, muss ich alles messen an den Worten des Herrn, die er selber sagt über die Endzeit. Das ist der Maßstab. Und alles, was wir finden, muss ich an diesen Worten in der Endzeitrede Jesu auch messen lassen und muss dem auch bestehen, sonst muss man es wieder verwerfen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig ist, dass diese ganzen Endzeitstrukturen, die wir haben, alle aus dem Alten Testament zu entwickeln sind. Alles, was Johannes schreibt für die Endzeit, das, was Daniel schreibt für die Endzeit, ist schon mal geschehen im Alten Testament, ist dort niedergelegt, keimhaft angelegt, angedeutet. Bei Jesaja, bei 4. Mose, im Richterbuch sind diese Strukturen alle schon da. Und von diesen Strukturen
spricht dann auch Daniel und entwickelt die fort. Bis zu Johannes in der Offenbarung, der die dann sehr fein ausziseliert. Umgekehrt heißt das, alle Aussagen, die wir machen über die Endzeit, müssen sich auch mit den Bibelstellen aus dem Alten Testament in Einklang bringen lassen. Die Bibel ist ein Guss, das ist ein Code, den Gott seit Jahrtausenden schon aufbaut und schreibt. Und Sie finden das auch in Jesaja, dass Gott zum Beispiel dann auch sagt, habe ich es nicht von jeher gesagt, von immer schon her ist es beschlossen worden und jetzt habe ich es kommen lassen. Und diese Strukturen müssen wir auch immer wieder ins Alte Testament zurückfordern. Das kann man mit dem, jetzt zum Beispiel gerade mit der griechischen, seleukidisch-diadochischen Endzeitsicht, kann man das tun, weil das immer auch in Verbindung mit Syrien, mit Aram, mit Damaskus steht. Und wir finden viele alte Linien im Alten Testament, die wir uns auch noch anschauen wollen. Mit der Rom-Theorie, also der Überlegung, dass in der Endzeit das Römische Reich wieder auftaucht, dass Daniel in dem Standbild, das Standbild so deutet, dass das Standbild zwei Beine hat, eins für Ostrom, eins für Westrom. Diese Theorie, dass Rom diese Endzeitrolle spielt, habe ich für mich verworfen. Zugunsten dieser Sichtweise, die Daniel uns gibt, gerade in Daniel 11, zugunsten einer alexandrinisch-diadochisch-seleukidisch-griechischen Linie. Und diese Linie, also nicht jetzt das heutige Griechenland, wo man heute Urlaub machen kann, sondern das biblische Griechenland. Und diese Linien, die findet man tief, bis tief ins Alte Testament. Und dem wollen wir ein bisschen nachspüren und uns das auch anschauen. Dann ist mir noch ein letztes sehr wichtig. Viele nehmen politische Strukturen, die wir heute aktuell haben, und übertragen die auf die Bibel. Genau das mache ich nicht. Genau das mache ich nicht. Weil ich glaube, dass das immer auch der Fehler war, der Brüder auch in den 80er, 90er Jahren. Die damalige politische Auseinandersetzung, kriegerische Handlungen genommen haben und haben die übertragen auf die Bibel. Wir leben nur 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Manche werden 90, manche 100. Aber wir sind eine Eintagsfliege im Vergleich zur Weltgeschichte. Und wir können nicht diesen ganz schmalen Ausschnitt, den wir in unserem Leben meinen zu sehen, übertragen auf diese ewigen Texte, die Gott uns in der Bibel gibt. Das funktioniert nicht. Das führt regelmäßig zu falschen Ergebnissen. Und wir erleben das ja auch, dass in den letzten Jahrzehnten immer wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, so sagt man, glaube ich, im Schwäbischen oder im Deutschen, wie auch immer. Ja? Immer sind es, dann war es mal der Gorbatschow, der war der Mann, der Antichrist mit dem Mal auf der Stirn, weil er so ein Blutschwämmchen da auf der Stirn hatte. Vielleicht war es mal der Napoleon. Immer jetzt ist der Trump. Das langweilt irgendwann. Das langweilt und das tut dem Wort Gottes Abbruch. Irgendwann sagt jeder, lass mich in Ruhe damit. Das ist alles nur Spekuliererei und das weiß niemand, das kann niemand wissen. Da sind wir jetzt auch. Und das kommt daher, weil man immer wieder aufs Neue die gegenwärtige politische Situation meint, in die Bibel hineinzutragen. Noch einmal, genau das tue ich nicht. Ich halte mich unabhängig von dem, was die politische Richtung im Moment vorgibt. Sklavisch an den Bibeltext. Autistisch, muss man fast schon sagen. Ich bin auch kein großer Spezialist in der Weltpolitik. Vielleicht bewahrt mich das ein bisschen vor dieser Versuchung. Ich lasse und will das auch lassen so, den Text dort stehen, wo Gott ihn hingestellt hat. Unabhängig davon, ob wir jetzt eine DDR-Wiedervereinigung haben, ob wir Glasnost und Perestroika hatten, ob jetzt Trump sich mit Russland wieder annähert, ob wir eine Flüchtlingskrise in Europa haben, das sind alles Dinge meiner Überzeugung nach, die Bibel nicht behandelt. Denn wir leben in einer Zeit, in der Gott für die Völker keine Prophetien hat. Das klingt ungewohnt vielleicht für den einen oder anderen. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo die Kinder Gottes mit dem Vater im Himmel und mit unserem Herrn Jesus Christus ihren Weg gehen und ein Teil sind des Leibes Jesu Christi. Die Völkerschaften, die kommen wieder in der Endzeit, in der letzten 70. Jahrwoche. Da hat Gott wieder ganz klare Aussagen auch für die Völker. Aber dass Russland jetzt der rote Reiter ist oder das Weiße Haus jetzt der Reiter auf dem weißen Pferd, ist vollkommen abwegig und hat keinen Rückhalt in der Schrift. Langweilt aber irgendwann.
Das muss ich wirklich, das langweilt irgendwann. Und was ich tun möchte, und deswegen mache ich mir überhaupt nur die Mühe, die Texte mal so aufzubereiten, wie die Bibel uns das vorgibt, unabhängig von irgendwelchen politischen Situationen, von Syrien und Russland und Iran und Israel und die Auseinandersetzung oder ob Israel jetzt zur Hauptstadt erklärt worden ist von Trump. Meiner Meinung nach ist das mehr oder weniger unerheblich, ob Israel jetzt Hauptstadt geworden ist oder nicht. Putin hat das ein halbes Jahr vorher schon gemacht, da hat nur niemand gemeldet von in der Presse. Müssen Sie mal nachgoogeln. Damit jetzt aber genug der Vorrede. Wir gehen jetzt in eine neue Folge rein und wir müssen ein paar Basics legen, um zu verstehen, wer und was dieses Gebiet der Dekapolis überhaupt ist. Was war da vorher? Da war vorher Gilead. Was war noch vorher? Da war vorher das Stammesgebiet Manasses. Das heißt also, das war ein Teil Israels. Und diese Zusammenschau, die wollen wir uns jetzt mal gönnen. Das ist ein bisschen Arbeit, also müssen wir ein bisschen arbeiten jetzt. Aber wenn man schön Geige spielen will, dann muss man auch vorher ein bisschen üben. Und den Anlauf müssen wir uns jetzt auch erlauben und müssen wir einfach machen. Diese Informationen zu sammeln, damit wir Basis haben und Wissen haben, ist nicht so sehr viel. Damit wir ein bisschen Wissen haben, um zu verstehen, was ist denn überhaupt in Jesaja 7 für eine historische Situation gewesen? Und was ist in diesem Gebiet Transjordanien von der Bibel her als historische Entwicklung vorgezeichnet? Wo geht das hin? Wie verwendet das dann Daniel wieder? Und wenn wir diese Basics gelegt haben aus dem Alten Testament und dann in Daniel gehen und in die Offenbarung, dann haben wir ein bisschen Rückenwind. Dann geht die Fahrt etwas leichter. Aber diesen kleinen Anstieg jetzt, den müssen wir nehmen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen.